So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Heute geht es ja fast so weiter, wie der Markt gestern geschlossen hat, sehr volatil. Und dann kommen wir auch gleich mal zum DAX. Ich hatte noch in der Nacht ein Setup eben dann vorgestellt, was ich dann im Nachhinein eben gemerkt habe. Ich habe es auf Xetra die Buy-Zone auch angegeben. Im Future würde ja ein Tief von 10.680 oder sowas erreicht. Also genau die Buy-Zone. Habe dann eben erwähnt, bei 10.800 kann man Gewinne mitnehmen. Jetzt lief eben auch der DAX auf Xetra genau auf dieses Level hin. Also wer jetzt auch dort erst auf Xetra gehandelt hat, hat hier genau diesen Gap Close mitmachen können, beziehungsweise eben dort einsteigen können. Hier lag eben auf Xetra die Unterkante des Rainbows und eben auch das Xetra Gap. Also hier wurde ein Trade gestartet, beziehungsweise ist halt am Laufen, beziehungsweise im Gewinn. Was eben gestern ich hier für Widerstände, beziehungsweise Unterstützung eingezeichnet habe, habe ich ja nicht direkt so vorgestellt, dass man hier komplett einsteigen kann, aber man sieht ja immer wieder, genau hier gab es die Reaktionen, nur dieses Level wurde ja komplett nach unten durchstoßen. Also ich versuche immer wieder frühzeitig auf irgendwelche Widerstände, Unterstützungen hinzuweisen, und wenn ich dann auch am Rechner sein sollte oder das für wirklich signifikant halte, dann stelle ich auch direkt ein Setup vor, was eben hier im Prinzip besser, sage ich mal, analysetechnisch kann man es ja hier eigentlich nicht vorstellen, sagen, hier ist irgendwo ein Widerstand und wenn das dann wirklich losgeht, hat man ja auch hier gesehen, ging sogar noch direkt hier auf dem Nasdaq nach unten. Wie man das natürlich trade-technisch, wer irgendwann in der Stunde, in der 15 Minuten oder sonst wo handelt, ist ja jeder individuell und da kann ich nicht unbedingt richtig ein Setup immer basteln, ja, aber hingewiesen darauf, dass Mitte der Woche noch ein Hoch kommen kann und danach eben abwärts, analysetechnisch ist es ja nicht besser zu machen, auch noch dann das Tief sozusagen hier festzustellen, beziehungsweise eben auszumachen, ein mögliches Tief. Dass es natürlich wirklich so kommt, liegt immer noch in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber ja, mehr kann ich hier in diesem Bereich von JFD jetzt nicht den Leuten hier vorstellen. Und auch hier war jetzt der Widerstand hier zum Beispiel genau getroffen. Das erste Level exakt definiert. Das andere kann man jetzt, sage ich mal, wäre das Bonusziel gewesen. Und was jetzt eben nach den Arbeitsmarktzahlen passiert, das kann ich wirklich auch nicht vorhersagen. Und auch jetzt in den Charts, in meinen Augen, das habe ich am Wochenende eben erstellt, die Setups und auch die Pfeile, habe ich jetzt definitiv nichts Neues auf Lager bei den US-Indizes. Ja. Die Märkte haben die Korrektur, könnte die Korrektur eben abgeschlossen haben schon mit dem gestrigen Tag. Hier bei Dow Jones würde noch ein tieferes Ziel wirklich liegen, ein optimales Ziel. Hier wurde auch nicht ganz die Unterkante des Rainbows erreicht, aber wie gesagt, hier sind jetzt auch meine Grenzen dann aufgezeigt, dass die Korrekturziele sozusagen erreicht worden sind. Was jetzt danach noch kommt, wenn jetzt natürlich das gestrige Tief vielleicht unterschritten wird, kann natürlich dann auch die Zone angelaufen werden. Gerade wenn man jetzt hier nochmal den Nasdaq sieht, ich hatte ja noch die großen Werte eben analysiert, eine Netflix durfte ein neues Hoch machen und sollte eben korrigieren. Eine Amazon in diesem Bereich drehen und eben auch die Ex-Google Alphabet, wenn es hier unter dieses Level geht, sollte hier noch Korrekturpotenzial vorhanden sein. Wenn man jetzt eben diese drei Werte eben auch anschaut, dann kann ich mir es eben, wenn ich jetzt hier wieder zum Nasdaq rübergehe, dann kann ich mir vorstellen, dass wir noch tiefer laufen könnten. Aber bislang sind eben mit diesen Werten, ja, diesen nennen wir, können auch natürlich bullisch komplett nach oben aufgelöst werden noch. Das ist halt, sage ich mal, die 50-50-Frage. Wird hier
die großen Nasdaq-Werte, wenn die noch Korrekturpotenzial haben, und die haben es eigentlich, dann wird auch der Nasdaq natürlich weiter runtergehen. Das ist, was ich sagen kann. Aber was jetzt heute um 14.30 Uhr dann passiert, da wird auch kein neues Nasdaq-Setup oder auch kein neues DAX-Setup geben. Das eine DAX-Setup läuft ja schon. Und bei den anderen Werten kann man noch kurz hinschauen. Dieses 3M-Setup, was eben seit letzter Woche 23.11. oder 25.11. lief, ist genau die Zielzone erreicht worden. Kann man also löschen. Hier Bund Future hat eben leider nicht ganz die Zielmarke erreicht. Jeweils nach der Aktivierung oder auch nicht, aber trade-technisch wäre es möglich gewesen, dieses hier zu handeln, und sogar auch das untere Ziel wurde fast genau erreicht. 10 Pips oder sowas verfehlt, aber bei einer Strecke von, wenn man von dieser geht, sind es 200 Ticks im Bund Future. Das hat dann schon was. Im Euro australische Dollar, dieses Setup hat man ja, dies habe ich dann auch wirklich vorgestellt, die Stoppzone eben auf Tagesbasis festgelegt und die Zielzone, wie man jetzt eben auch hier sieht, war eben dann bei 1,49 angegeben. Also kann man hier das Setup auch löschen, dieses Setup löschen, bleiben nicht mehr so viele übrig. Das ist jetzt eben leider schief gegangen, das Öl. Hier wird auch im Prinzip nichts verschwiegen, wenn es was nicht läuft. Da habe ich nur selber, nachdem ich hier eingestiegen bin, eben gemerkt, hier kann es eben die bärische Flagge sein. Und immer wieder in den Videos betont, dass es hier nach unten eben ausbrechen kann. Nach dem neuen Tief hier war dann diese Zone halt angegeben. Wer wirklich die Stammleser, Stammzuhörer, die wissen das, dass es eben hier, ein Pullback, ein Rebound bis zu dem Trendkanal geben kann. Der ist jetzt eingetreten. Klar, wer jetzt hier noch weiter auf fallende Kurse setzen will, muss aber den Stopp ganz eng auf das gestrige hochlegen. Dann wäre auch noch ein Short möglich. Aber ich halte mich jetzt hier aus diesem Öl heute auch raus. Kommen wir noch kurz zum Gold. Hier war kein aktuelles Setup aktiviert worden. Jeweils die Kaufzone nicht erreicht. Was ich jetzt hier nur festgestellt habe, die Linie, wenn ich die auf das erste Hoch setze, dann hat sozusagen diese Linie, also auf dieses Hoch und auf das, die erste Kerzen, absolutes Hoch, dann hat auch diese Linie immer noch Bestand und liegt halt dann an dem EMA 200 im Tageschart. Also hier habe ich eventuell halt die Linie falsch. Ich habe das damals auf dieses Hoch noch gelegt und da ist es eben jeweils ein bisschen nach oben ausgebrochen, aber es hat trotzdem nie die Buy-Marke eben erreicht. Hier kann man es definitiv, ich würde es auch noch gar nicht. Den Spielraum würde ich dem Gold noch geben, dass es hier noch einen falschen, einen falschen Move nach oben geben könnte und dann vielleicht nochmal nach unten abrauschen kann. Die Buy-Marke bleibt hier oben. Nur diese Linie kann man nach oben versetzen. So, und dann eben hier ein spekulatives Stop-Buy-Setup wäre jetzt dann, weil jetzt hier ein Cluster-Widerstand gebrochen wird, könnte man handeln. Also wäre die nächste Marke über einen Stunden-Close oder eben auch direkt bei 1.066 Dollar möglich. Die ersten Zielmarke wäre eben dann die 1.076 hier oben. So, ich hoffe, die Analysearbeit von letzter Woche hat ein paar Zuhörern Gewinn gebracht. Und ich melde mich zwar nachher nochmal kurz wieder, aber zu den 14.30 Uhr Daten, da kann ich leider keine neue Analyse erstellen. Danke fürs Zuhören und spätestens hören wir uns am Montag wieder.